Ja, sagen wir mal 3 hoch. Was ihr bei diesem Multitank eigentlich nur machen müsst, ihr müsst den Rand aus soliden Blocks machen. So wie ich jetzt zum Beispiel aus Kobbel. Und die Katze springt mich schon wieder an. Ey, die hat schon wieder irgendwas gefressen heute. Ich weiß auch nicht. So. Ja, hoffentlich, sonst wundert sie dir ja. Nee, also da kann sie jetzt, glaube ich, nicht meckern. Ich habe ihr heute ein Leckerli gegeben. So, oh. So komische Fleischsticks. Vielleicht, keine Ahnung, sind die ja so. Ja, Gaga-Fördernd. Da ist Koffein drin. Ja, ich weiß auch nicht. So, dann kann, das kann ich eigentlich drin lassen. Das lasse ich auch drin. Und jetzt, damit das Ganze nach was aussieht, verkleide ich den ganzen Mist hier mit Glas. Zack. Jetzt muss ich mir das doch mal anschauen. So. Das schaut interessant aus. So, Moment, aus. Dann mache ich mir hier einen. Mache ich hier. Ups, das wollte ich nicht. Zack. Und. Okay. Hm? Die 90er-Playlist war nicht sehr sinnvoll. Genau. Karten hört die 90er heute. Also mal kein Aber. Nee, heute kein Aber. Könnte ich eigentlich auch einlegen, aber ich habe mal nicht random gemacht, sondern das ist, glaube ich, pur 90er. Muss mal kurz schauen, wie heißt denn das Album nochmal? Summer Hits Party 90s. Ja. Okay. So. Ups. Nein, kein Holz. Wo ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, dass das irgendwie nur Liebeslieder sind. Okay, Who the Fuck is Alice? Das ist gerade nicht ein Liebeslied. Ja, je nachdem, wie man das sehen will, natürlich. Ne? Ja. Who will fuck Alice, oder wie? So. Wie jetzt? Ich darf in dein Let's Play keine bösen Wörter sagen und du packst jetzt hier. Ich habe nichts gesagt, das hast du nicht verhört. Ach so, verhört. Natürlich. Ich würde sowas niemals sagen, wie in deinem Leben. Ach so. Okay, natürlich. Was wollte ich denn machen? Ach, genau. Industrial Craft. So, und zwar. So, bevor ich da jetzt zumache. Packe ich jetzt diesen Valve-Block hier unten rein. Moment, wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. So. Zack. Das ist dieses komisch leuchtende Ding. Das Praktische ist, dass man pro Produktion immer 4 Stück erhält, weil man kann auch mehrere an einen Tank tun. So, Moment. So, und ja, genau. Jetzt ist im Grunde der Tank solid. Solide. Ich habe mal wieder freudsche Versprecher. Ah, toll. Das wollte ich jetzt nicht. Damit das Ding nicht so in der Luft schwebt, mache ich jetzt hier mal so einen Sockel hin. Sieht das sonst doof aus? So. Zack. Oh mein Gott, es wird dunkel. It's gonna be dark outside. Okay, dann gehe ich mal... Ich bin gerade. Wo ist denn hier? Nee. Wo ist denn hier die Batbox? Ach, da unten. Ja, das werde ich jetzt gleich auch noch. Das kannst du eigentlich gern machen. Du kannst die Kiste da nach unten packen. Batpower-Kiste? Ja. In der wahnsinnig viel drin ist. Ja, genau. So, ich lieg in der Bett. Ich muss downstairs gehen. Achso, nee, ich muss erst ins Bett gehen. Genau, erst mal ins Bett. Komm. Ja. Boing. So. Genau. Und wohin, der Chef? Da neben die Crafting Bench hier. Ist noch Platz. Da. Wo ist denn die Kiste? Da war's die Kiste. Ich dachte eigentlich, dass ich das letzte Mal da schon eine Kiste aufgestellt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ehrlich gesagt auch zu frustriert und zu faul nach diesem World Takeover. Alles wieder genau so herzurichten. Das war mir zu doof. So, der Herr, kommen Sie mal zu mir. Dann kann ich Ihnen hier den Multitank zeigen. Ah, und nimm die Redstone Engine mit, die noch in der Buildcraft-Kiste ist, bitte. Und einen Schalter. Buildcraft-Kiste. Wo ist denn hier ein Schalter? Musst du, glaube ich, machen. Dann bräuchte ich 2 Schalter. Du hast ja Ansprüche. Hast du eine Ahnung? Lauf. Scheiße. Lauf. Ach Gott, ich dachte, warum bin ich so langsam? Aber keine Quantumhose. Ja, ja.
So, also ich habe jetzt das Ding gebaut, im Grunde. Und jetzt musst du praktisch, wenn das Ding fertig ist, komm mal hier runter, auf den Block klicken. Und dann siehst du, dass der so komisch leuchtet. Und ja, wenn du ihn jetzt anklickst, dann hast du einen Multitank. Creeper! Was, wo? Da. Ich bin hängen geblieben. Tja. Na, toll. Wo ist der Scheiße. Scheiß die Wand an, ey. Die Pumpe ist jetzt nicht wirklich runtergefallen, oder? Oh, doch. Och, Mann, oh, nein. Jetzt habe ich mir eine neue Pumpe bastelt. Viel Spaß. Ja, schön. Du bist schuld. Redstone Edge. Ja, da so ein Creeper einfach einmal zurückschlagen können, oder? Hätte, ich wusste nicht, wo er gekommen ist. Ich habe doch nichts gesehen und bin hängen geblieben an der Wand. Natürlich, jetzt ist die Wand schuld. Natürlich, die Wand ist immer schuld. So, ich mache den Boden jetzt hier aus. Kabel ist ja wurscht. So, jetzt habe ich mich... Was? Was war das? Was war das? Creeper. Hä, wo kam der her? Warum hat er mich nicht getötet so eigentlich? Okay, also heute sind die Creeper gefährlich, habe ich das Gefühl. Ups. Ja, die laufen heute amok. Hast du auf easy oder auf normal gestellt? Ich habe auf normal. Naja, das erklärt ein bisschen was. Wieso, hast du immer auf easy stehen oder was? Nee, ich auch normal. So, ja so. Toll, dann hat es mir glatt die Buildcraft Pipes auch noch zerrissen. Ja gut, dann also brauche ich noch jetzt den Engine und die zwei Hebel habe ich noch dabei. Ja, dann Moment, ich gehe mal schnell eine neue Pumpe machen. Verdammt. Wir müssen dein Gebiet absichern, dein Hoheitsgebiet. Ja, ich werde mir jetzt Minecarts machen mit automatischen Schussvorrichtungen, glaube ich. Gibt's wirklich. Mit dem Minecart-Strecke außenrum um dein Gebiet. Genau. Oder auch durch. Die fahren dann durch und sobald sie einen Mob sehen, schießen sie auf den. Das ist ganz cool. Naja. So, genau. Ich wollte eine Buildcraft-Pumpe machen. Pump. Im Prinzip ein Eisengolem nur besser. Ja, schon. Naja, so, bis auf beste Iron Strecke, was Gear, vielleicht auch ganz gut ist. Iron Gear habe ich noch. Dann brauche ich Eisen, Redstone und eine Picke. Stickies. Von der Pike aufgelernt. So, Sticky. Ach Gott. Hast du jetzt eigentlich Gothic angefangen? Nein. Also. Nein. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich noch irgendwann von euch dazu gezwungen, aber im Moment habe ich kein Bedürfnis. Das geht gar nicht. Ich habe im Moment kein Bedürfnis. Tut mir leid. Ich habe genug aber mit Minecraft zu tun. Du musst irgendwann. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, Gothic auch. Ist eine Bildungslücke, wenn man das nicht gespielt hat. Ja, ich hab's ja mal gespielt. Ich glaube sogar das Zweier, aber eben nicht durch. So, Kannst du nur. Ja, ich weiß, ich bin so schrecklich. So, ich brauche noch mehr Glas. Okay, durchgespielt habe ich es auch bloß zwei oder dreimal, aber halt die ersten paar. Och, zwei oder dreimal. Okay, eigentlich schon krass, wie oft man sowas durchspielt. Also. Dass überhaupt ein Spiel mehr als einmal durchspielt. So, du hast eine Engine und zwei Schalter, richtig? Richtig. Gut, dann mache ich mir jetzt noch zwei Engines. Wo wir gerade dabei sind, hast du ein Spiel, das du mehrmals durchgespielt hast? Ja, also ich habe Crysis. Crysis 1 habe ich dreimal durchgespielt. Dead Space 1 habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal durchgespielt. Okay. Weil das halt einfach total Laune macht, also Mutantenviecher abknallen. Muah. Boah Gott, was habe ich noch? Ja gut, was ich früher viel gespielt habe, war Age of Empires. Habe ich viel und gerne gespielt, aber das kann man nicht wirklich durchspielen. Ja doch, gut, kann man schon, aber wenn man es drauf anlegt. Na, man kann wirklich jede Schwierigkeit mit jedem Gegner irgendwie durchprobieren. So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Die packt man wieder weg. Das packt man wieder weg. Das packt man wieder weg. Was sonst noch? Puh. Gib mir mal die Engine und den Schalter, bitte. Schalter, Engine.
Merci. Durchgespielt. Oh, du immer mit deinen schwierigen Themen. Tja. Du wolltest mich im LP haben. Ja, ja, ich weiß. Also, ich erkenne meine Fehler immer mal wieder aufs Neue. Also, was ich auf jeden Fall mehrmals durchgespielt habe, auch Gothic 3 sogar. Wirklich durchgespielt habe ich es nur ein einziges Mal. Oft halt immer komplett alle Städte abgeklappert, das habe ich mehrmals gemacht. Was ich auch mehrmals durchgespielt habe, war Knights of the Old Republic 2. Vor allem wegen guten und schlechten Ende, deswegen auf jeden Fall. Also Star Wars. Noch einmal. Stimmt, Star Wars Jedi Academy. Das ist auf jeden Fall ein paar Mal, ich weiß gar nicht wie oft. Ich glaube 3 oder 4 Mal. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Star Wars Fan bist. Das ist meistens dann, wenn Star Wars gerade im Fernsehen läuft, habe ich irgendwie Bock, wieder Star Wars zu spielen. Ah ja, so, das sind dann immer diese, ich muss zocken. Genau. Ich mag wieder dieses Universum ein bisschen, mit dem Laserschwert ein bisschen rumschwingen. Genau. Oder wenn zum Beispiel, das kommt aber auch schon länger nicht mehr, wie heißt Kingdom of Heaven kommt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, das sagt mir gar nichts. Ist das so ein bisschen Kreuzritterfilm. dann habe ich immer voll Bock, Strongholds Crusader zu spielen. Ja gut, das hatten wir auch schon. Ich habe nur Strongholds 1 und 2 gespielt. Okay, Crusader ist ja im Prinzip ja Erweiterung. Was kann man dazu sagen? Huch, hier ist Erz. Was ist denn das? Kupfer. Das ist gut. Kupfer geht mir langsam aus. Sehr schön. So, wir pumpen das hier leer. Genau, und ich will jetzt schnell mein Minecraft machen. Fällt mir gerade ein. Red ruhig weiter. Ja, das Zweier, ich hab's ein bisschen angespielt, aber es mochte ich irgendwie nicht so. Crusader mochte ich halt, ist immer noch mein Lieblings-Stronghold. Spiele ich auch heute noch gerne, wenn ich es mal wieder anfasse. Dazu gibt's ja nochmal Stronghold Crusader Extreme, wo es noch ein bisschen schwerer sein soll. Oder ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da noch keinen Unterschied festgestellt. Da habe ich mir mal den Kopf gesetzt, die ganzen Kreuzzüge da durchzuspielen, aber bin irgendwie nicht so weit gekommen. Hab irgendwann wieder die Lust verloren. Okay. Ansonsten habe ich sonst irgendwas, was ich schon mal mehrmals durchgespielt habe. Okay, San Andreas auf jeden Fall. Okay, allein durchs LP schon mal mindestens einmal mehr. Ah genau, und Mafia 2. Mafia 2 habe ich zweimal durchgespielt. Okay. Und Vice City habe ich auch mehrmals. Ja gut, GTA 1, natürlich. GTA 2, natürlich. Okay, ich habe ja nur das 1er, aber das habe ich nicht durchgespielt. Ich glaube, ich habe bis zur letzten Stadt und dann habe ich irgendwie die Motivation verloren. Ich glaube, es ist die letzte. 3 Städte gibt es im 1er, oder? Beim 2er gibt es 3 Städte. Beim 1er doch, glaube ich, auch. Oder ist das wohl? Habe ich überhaupt das 1er? Da steht zumindest keine Zahl dran. Das sehe ich gerade von hier aus. Zum Regal rüber. Nee, da gibt's. Da steht keine Zahl dran. Also vermute mal, das wird 1er sein. Hm. Okay, hat doch keinen Zusatznamen wie Vice City oder San Andreas. Da steht auch keine Zahl dran, wenn man es jetzt so argumentieren möchte, aber. Dann kann ich gleich mal zum Regal nochmal rüberschauen. Ist da noch irgendwas, was ich mehrmals durchgespielt habe? Ich sehe gerade irgendwie nichts. Mit Oblivion habe ich auch nur einmal durchgespielt. Morrowind, habe ich fast zweimal durchgespielt. War auch ein klasse Spiel. Vor allem, da konntest du wirklich einfach alles enchanten. Du hattest wirklich einen linken und einen rechten Handschuh. Ah, okay. Ich glaube, Schuhe waren es aber dann wieder zusammen. Aber ich glaube, die Handschuhe haben sie auch nur aufgetrennt, weil später bekommt man die Waffe, mit der man den Endboss killen muss. Beziehungsweise, um den Endboss zu killen, braucht man eben diese Waffe und. Die nannte sich, glaube ich, Seelendolch oder so. Und dazu braucht man den Seelenschutz. Das war eben ein Handschuh, eben nur für die rechte Hand, damit man die Waffe benutzen kann. Ansonsten hat man ständig Lebensenergie abgezogen bekommen. Also man hätte es auch ohne geschafft, aber mit ist es halt angenehmer. Ja. So. Ja, schaut doch schon langsam akzeptabel aus. Ja, du bist halt einfach ein Meister im Terraformen. Natürlich. So. Sollten wir vielleicht schlafen gehen, weil es wird schon wieder dunkel. Nicht schon mit dem Kopf vorbei. Können wir gerne machen. Ich lieg schon im Bett. Ich komme. Und wenn ich gerade dabei bin. Mit Redstone in der Hand. Schaut irgendwie lustig aus. Mit einem roten Bubble. Oh. Ja, und ich rauche im Bett. Hast du was dagegen?
Stille. Muss ich dazu jetzt was sagen? Ja, ich weiß, du